Listen to the science. Wenn man irgendwas wissen will zu einem Gebiet, bei dem man sich nicht auskennt, dann sucht man einen möglichst renommierten Journalisten. Das ist auch mir passiert, als ich mich für Tschernobyl interessiert habe und habe im Dunstkreis der Nuklearia die Professorin Jerry Thomas gefunden. Sie erforscht seit 30 Jahren die gesundheitlichen Auswirkungen des Tschernobyl-Unfalls. Sie hat auch mitgearbeitet an den offiziellen Veröffentlichungen von UN und der Internationalen Atomenergiebehörde zu Tschernobyl und zu Fukushima. Und diese Frau habe ich aufgetan und sie interviewt und sie gefragt, was hat denn Tschernobyl eigentlich jetzt, wie viele Leute sind denn da jetzt gestorben? Und sie sagte eine Zahl, die eingangs erwähnten 160. Und ich war natürlich völlig ungläubig und habe auch gefragt, ja, aber was ist denn darüber hinaus? Das kann doch nicht alles sein. Und sie sagte, ja, natürlich. Es gab unter den Aufräumarbeitern noch eine zweistellige Anzahl an Menschen, die völlig unverantwortlicherweise ohne Schutzausrüstung die Brände gelöscht haben. Eine zweistellige Anzahl von diesen Arbeitern ist auch gestorben. Aber an Krebsfolgen, an Menschen, die um das Kraftwerk herum in der Ukraine, in Weißrussland, sonst irgendwo gelebt haben, sind nach unseren Hochrechnungen 160 Menschen gestorben oder werden noch sterben.